MDHR Studio. Ja, und das war's auch schon fürs Intro. Bei anderen Spielen dauert das ja immer mal länger, aber hier nicht. Und damit willkommen zu Cuphead. Ich habe schon länger überlegt, es zu zocken. Und jetzt ist es endlich soweit. Ich habe ziemlich Bock. Es kommt ja jetzt der DLC. Das ist eigentlich der Hauptgrund, weswegen ich mir jetzt endlich mal so dachte, hey, ich könnte es doch jetzt mal so langsam bringen. Und ich habe schon sehr, sehr lange auf den DLC gewartet. Also ich wollte es eigentlich schon länger bringen, habe dann aber gesehen, hey, es kommt ein DLC. Hab jetzt so ewig lange drauf gewartet und jetzt kommt er endlich in ein paar Tagen. Am 30. Juni ist es soweit. Heute haben wir den 23. für die, die es interessiert. Also wir werden wahrscheinlich wieder ein bisschen hinterherhinken, aber das sollten ja die meisten mittlerweile hier auf meinem Channel gewöhnt sein. Also lasst uns nicht lange labern, keine Zeit verschwenden und rein da. Ich habe jetzt nur ein bisschen Audio getestet. Hab mehrmals getestet. Ich hoffe, das passt so. Und was ich ebenfalls gemacht habe, waren die Controls zu ändern. Ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gezockt, aber ich wollte es auch nicht nochmal spielen. Auch nicht nochmal antesten, um irgendwie ein bisschen reinzukommen, bevor ich es Let's Playe. Also habe ich mir so gedacht, ey, bleibst du halt im Hauptmenü, machst es da und versuchst die Controls irgendwie so zu ändern. Gut, aber jetzt erstmal zur Vorgeschichte von Cuphead. Es war einmal ein magischer Ort, die Tintenfassinsel genannt. Dort lebten zwei Brüder, Tassilo und Podkop. Sie führten ein sorgenfreies Leben unter der wachsamen Aufsicht des weisen Opa Kessel. Eines Tages reiften die beiden Jungen weit von zu Hause entfernt umher. Sie landeten trotz der vielen Warnungen von Opa Kessel in einem armen Viertel und betraten das Teufelscasino. In einem armen Viertel? Ein Casino? Okay. Egal. Darin hatten sie schon kurz darauf eine Glückssträhne am Würfeltisch. Ein lieber Scholli, rief da der schmierige Manager des Casinos, König Würfel. Die beiden können einfach nicht verlieren. Netter Lauf, Jungs, lachte da ein Neuankömmling. Den Brüdern verschlug es den Atem. Es war der Casinobesitzer, der Teufel höchstpersönlich. Wollen wir den Einsatz erhöhen? Schlug er mit einem breiten Grinsen vor. Wenn ihr nochmal gewinnt, kriegt ihr die Bank, dröhnte der Teufel. Aber wenn ihr verliert, bekomme ich eure Seelen, einverstanden? Geblendet von der Aussicht auf leicht verdientes Geld, nickte Tassilo und nahm sich die Würfel. Nein, Tassilo, nicht, rief Podkop auf, weil er die Gefahr erkannte. Aber es war zu spät. Einserpasch, lachte der Teufel stampfend auf. Ihr habt verloren. Die Brüder zitterten vor Angst, als er sich über sie beugte. Nun zu euren Seelen. Die Brüder flehten um ihr Leben. Es muss doch eine andere Möglichkeit geben, dich zu bezahlen, stammelte Podkop. Ja, bitte, Mister, fügte Tassilo hinzu. Möglicherweise, kicherte der Teufel und zog ein Blatt Papier hervor. Hier ist eine Liste meiner flüchtigen Schuldner. Besorgt mir ihre Seelen, dann begnadige ich euch zwei Tässchen vielleicht. Macht euch auf die Socken, brüllte der Teufel und schmiss die Jungs raus. Ihr habt bis morgen um Mitternacht Zeit, die Seelen zu besorgen, ansonsten hole ich mir eure. Silo und Podkop hatten schreckliche Angst und rannten so schnell sie konnten davon. Komm schon, Potti, keuchte Tassilo. Wir müssen Opa Kessel finden, er wird wissen, was jetzt zu tun ist. Ja, und damit haben sich die beiden richtig dick in die Scheiße geritten. Da habt die Jungs euch ja einen schönen Schlamassel eingebrockt. So kann man es auch bezeichnen, ja. Ich weiß, dass ihr keine Diener des Teufels werden wollt. Ach ja, wirklich. Aber wenn ihr ablehnt, weiß ich nicht, was mit euch geschehen wird.
Ihr müsst erstmal spielen, besorgt euch die Verträge und macht euch auf Drecksarbeit gefasst. Eure Schuldner, Freunde, werden euch nicht gerade wohlgesonnen sein. Wahrscheinlich verwandeln sie sich sogar in schreckliche Bestien. Nehmt diesen Trank, damit sie euch nicht erledigen. Er verleiht euch außergewöhnliche Zauberkräfte. Jetzt geht an meinen Schreibtisch und benutzt das mystische Tintenfass. Macht euch auf eine Rauferei gefasst. Jo. Und, wie gesagt, ich habe das Ding hier nicht vorher nochmal gezockt. Ich habe nur hier ein bisschen was eingestellt. Von wegen, Controls und so weiter. Aber ich, weiß nicht mehr genau, wie das geht. Wo parry ich? Parryn? Ach so. Ja, okay. Spring nochmal gedrückt. Nicht halten. Spring nochmal drücken. So rum. Absteigen. Runter und A. Schießen. Stehen bleiben. War, ich glaube, der Knopf. Ja. Ich muss mich erstmal ein bisschen reinfinden wieder, aber ich denke, es wird mit der Zeit auf jeden Fall kommen. Ex-Angriff. R und B. Ja. Ich glaube, die Anzeigen stimmen nicht. Aber keine Ahnung. Ich benutze auch irgendeinen Controller. Ich benutze jetzt keinen Xbox-Controller oder so. Benutze so einen CSL-Controller, deswegen. Keine Ahnung. Wird wahrscheinlich stimmen für den Xbox-Controller, aber hier stimmt es nicht. Zumindest nicht von den Sachen, die auf dem Controller draufstehen. Gut. Dann lasst uns mal los. Endlich rein ins Abenteuer. Ich denke, ich werde heute nicht so lang machen. Aber so 2, 3 Dinger sollten wir schon schaffen. Mindestens 2. Ja, hier, nimm das. Ich habe jetzt gar nicht vorgelesen, ich Idiot, aber ihr könnt ja pausieren. Ist ja alles auf Aufnahme. Dumm, dass ich... Ey. Sorry, aber... Dumm. Achso, hier kann man abkürzen. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Und was ist hier? Hier ist ein normaler Level. Da oben ist ein Boss. Oder wie war das? Also hier unten ist auf jeden Fall ein Boss. Das weiß ich noch. Ja, komm. Waldtollerei. Sprinten und ballern. Ein Gun and Run Level. Okay, let's go. Ich glaube, das ist ganz gut zum Reinkommen, um die Controls wieder kennenzulernen. Und, ich weiß nicht, ist das relevant hier, das Dingen auf Pazifismus durchzuspielen? Weiß nicht, ob das fürs Let's Play relevant sein wird. Ich werde es privat wahrscheinlich noch machen. Aber... Seid mir nicht böse, wenn ich es nicht in der Aufnahme mache. Weil irgendwie... Scheiße. Dumm. Ach, hau ab. Oh Mann, ich stelle mich jetzt dumm an. Aber richtig. Scheiße. Oh Mann, ey. Ja, ich fände das irgendwie fürs Let's Play langweilig. Wenn ich das hier auf Pazifismus durchspielen würde, weil... Man müsste dann einfach nur durchlaufen. Und ich möchte natürlich hier ein bisschen rumballern. Möchte ein bisschen... Was zum Teufel hat mich getroffen? Und der Controller hat Rumble? Habe ich das gerade richtig mitbekommen? Okay, interessant. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre einfach ein ganz normaler Controller. Ohne irgendwelche Zusatzfeatures. Aber nö. Anscheinend hat der eine Rumble-Funktion. Ja, krass.
Okay. Ich komme relativ gut durch und wir sollten gleich auch schon am Ende des Levels sein. Ja, und da sind wir. Einmal getroffen worden, aber hey. Achso, ja klar. Auch einmal verreckt, aber im ersten Level, Alter. Oh Mann. Aber gut. Erstmal wieder reinkommen, wie gesagt. Aber Hauptsache, wir haben hier alle Münzen, ja, 5 an der Zahl. Und das wird uns erstmal reichen. Dann lasst uns, würde ich sagen, in den ersten Boss. Stimmt. Das Spiel besteht ja so größtenteils aus Bossen. Botanikpanik. Let's go. Bin gespannt, wie ich mich so im Laufe der Zeit anstellen werde. Okay, nice. Immer schön die pinken Sachen mitnehmen. Dadurch bekommt man die Karten unten. Wie man... Ah, scheiße. Jetzt habe ich das verschwendet. Und hier, man könnte jetzt die Zwiebel angreifen. Dann wird sie einen auch angreifen. Aber wenn man es nicht tut, verschwindet sie einfach wieder. Und wow, cool, danke. Au. Und spawnt stattdessen diesen Kreisel rein. Und ich komme gar nicht mit der Steuerung klar. Und man sieht dann übrigens auch nicht, wie weit man in dem Level ist. Ja, ich werde das erstmal sein lassen. Mit der Zwiebel. Ich werde die ganz normal besiegen. Weil ich diesen Rübenkreisel dann erscheint. Sehr nervig finde. Achso, klar. Und das Spiel hat natürlich auch viel mit... Ach, man darf da nicht reinlaufen. Scheiße, Mann. Bei der Karotte darf man nämlich hinlaufen. Ach, Kacke. Ja, okay. Ja, Pech gehabt. Und, boah, Alter. Wie soll man denn hier die pinken Tränen parieren? Geht ja fast gar nicht. Nee. Das lassen wir sein. Damit besiegst du mich garantiert nicht. Also man sieht schon, ohne den Kreisel ist das auf jeden Fall um einiges leichter. Ich verkack trotzdem, weil ich mich da in die Ecke drängen lasse. Boah, ich bin so blöd. Aber egal, jetzt kriegen wir es hin. Let's go. Der Boss ist noch ziemlich leicht. Aber wie gesagt, es geht hier um Routine. Man muss das Ganze erstmal drin haben. Bevor man hier vernünftig was machen kann. Und so ist es halt. Ich habe das Spiel, wie gesagt, sehr lange nicht mehr gespielt. Ich glaube jetzt so 2-3 Jahre nicht. Ich habe das gespielt, als es ziemlich neu war. Und dann noch durchgespielt. Aber seitdem halt gar nicht mehr. Also wundert es mich nicht, dass ich hier reinscheiße. Ah, komm. Jawohl. Ja. Schön. Ja, und ich sollte vielleicht lieber am Boden bleiben und nicht über die Ringe drüber springen. Fällt mir gerade auf. Weil, wenn ich versuche, über die Ringe drüber zu springen, es werden ja mehrere abgefeuert. Und, da wird man ziemlich leicht getroffen. So, wie man vorhin auch schon gesehen hat. Gut. Aber, das war's jetzt endlich.
Ich hatte irgendwie im Kopf, dass es noch pinke Karotten gibt. Aber okay, dann halt nicht. Super Meta. Was heißt das? Müssen wir Spezialangriffe benutzen oder wie? Ja gut, die hatte ich jetzt nicht nötig. Das ging auch so ganz gut. Aber ich sollte mir auf jeden Fall angewöhnen, die öfter zu benutzen. Die Wurzelmeute, Seelenvertrag erhalten. Nice. Moin, Coini. Warum? Ich wäre ein Idiot, wenn ich meine Kohle zur Bank bringen würde. Wahrscheinlich treibt der Teufel auch dort sein Unwesen. Ja, wahrscheinlich schon. Die bekommen ein Gold nie, wenn ich es überall gut verteile. Sollte irgendjemand ein, zwei Münzchen finden, schön für ihn. So sehe ich das, ne? Ja. Da ist wichtig zu wissen, er meint nicht die, also er meint wahrscheinlich auch die Coins in den Leveln, aber das soll vor allem ein Hinweis darauf sein, dass hier auf den Welten, auf diesen Karten hier, auf der Overworld, genau, das ist das Wort, nach dem ich gesucht habe, dass hier auf der Overworld Coins versteckt sind und man sieht die Coins von hier aus schon, nur in den nächsten Welten werden die ein wenig schwerer versteckt sein. Ich werde sie noch holen, falls ihr sie nicht gesehen habt. Einfach nochmal zurückspulen. Ich werde es jetzt nicht verraten. Viel Spaß beim Suchen. Oder für die, die es wissen wollen und nicht nachschauen wollen, ich werde sie in einem der nächsten Parts holen. So, Goopy Le Grand. Tückischer Schleim. Und der ist auch noch ein ziemlich einfacher Boss, nur ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich mich auch bei dem sehr dämlich anstellen werde. Ah, da ducken. Ziemlich einfaches Prinzip. Und ja, das wäre es eigentlich auch schon für die Phase. Man darf sich halt nicht von dem... Ja, genau. Genau das meine ich. Man darf sich halt nicht von dem Rumgehopse beirren lassen. Boah, Alter. Und hier wieder ducken. Ziemlich easy. Man sieht, wenn er irgendwas am Chargen ist. Und da dann... Ah, scheiße. Und ich muss dashen. Ich muss unbedingt dashen. Und da dann einfach ducken. So. Boah. Und das ist schon die letzte Phase. Nice. Okay. Da immer schön wegdashen. Nicht zu viel wollen. Boah, da. Okay. Ja, ja, wir machen das gut. Wir machen das gut. Immer schön ein bisschen Damage raushauen. Und schön wegdashen. Das ist ganz wichtig hier bei der Phase. Weil sonst kommt man nicht so gut raus. Ja, gut, da habe ich es jetzt mal mit normalem Laufen geschafft. Aber eigentlich klappt das nicht so gut. Und wir haben es noch geschafft. Obwohl ich mich ziemlich dumm treffen lassen habe. Die Ergebnisse. Wahrscheinlich grottig. B minus. Ja. Ist okay. Ist auf jeden Fall noch im B-Bereich. Gut. Soul Contract. Goopy Le Grand. Seelenvertrag erhalten. Ja, nice. Hat dann doch besser geklappt, als ich gedacht habe. Ich bin mal gespannt, wie... gespannt, ja. Ich bin mal gespannt, wie sich das so in den nächsten Parts entwickeln wird. Und ich denke, zum Abschluss werden wir hier nochmal in den Shop reinschauen. Ja. Ich denke, ich werde mir auf jeden Fall... Ah, wir haben 9 Coins. Okay, ich werde mir auf jeden Fall die Rauchbombe holen. Das ist ein Muss für dieses Spiel, glaubt mir. Die ist zwar vielleicht am Anfang noch nicht so wichtig, aber
in den späteren Leveln und Bossen wird die Rauchbombe dann auf jeden Fall extrem wichtig. Ich habe es jetzt gar nicht vorgelesen, was sie kann. Wenn man dasht, wird man kurzzeitig unsichtbar. Und man kann in der Zeit nicht getroffen werden von allem. Also man kann durch Sachen durchdashen. Und das hätte uns bei den Ringen von der Karotte auch extrem geholfen. Und die Kartätsche, die schmeißt so ein paar Stacheln, hat eine ziemlich kurze Distanz, aber die ist für Bosse auf jeden Fall extrem gut. Jo. Und ich denke, wir werden das auch direkt ausrüsten. Um Einkäufe zu benutzen, muss man sie ausrüsten. Seht auf euren Ausrüstungskarten nach, ihr Penner. Ja, alles klar, Alter. Wo ist Y? Wo ist Y? Da ist Y. Okay. Waffe A, Waffe B. Ja, ich denke, ich werde die als Zweitwaffe ausrüsten. Eine super Attacke haben wir noch nicht. Aber ein Amulett, und zwar die Rauchbombe. Unsichtbare Sprinten. Du erleidest beim Sprinten keinen Schaden. Tolles Verteidigungsmanöver. In der Tat. So, und jetzt nochmal die Kartätsche. Achtläufig. Achso. Die Special. Achtläufig. Okay. Kurze Reichweite und hoher Schaden, wenn du nah an deinem Ziel bleibst. Jo. Es ist quasi so eine Shotgun. Klar, Shotgun. Real Life macht sie auf Entfernung zwar trotzdem noch gut Damage, aber so in Spielen halt nicht mehr. Und es ist halt die klassische Gaming-Shotgun, wenn man so sagen will. Kurze Distanz, extrem hoher Schaden. Jo, damit wäre erstmal alles gesagt, was ich heute zu sagen habe. Und beim nächsten Mal geht's dann hier bei diesem komisch aussehenden Typen weiter. Was zum Teufel ist das eigentlich? Ist das ein Kanister oder ist das ein Tintenfass oder irgendwie sowas? Ach, keine Ahnung. Scheiß drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Chance they came upon a devil's game, and gosh, they paid the price. Paid the price.